heiße Werner Gerold. Ich heiße Johanna. Was können Sie erklären ob Ihre Kreativität? Meine Aktivitäten sind hier Modellbau, den ich schon seit dem 9. Lebensjahr betreibe, mit großen Lücken dazwischen natürlich, weil Schule, Beruf gehört einfach dazu, um sich ein Hobby zu finanzieren. Und wenn man dann Zeit hat, dann baut man Modelle, die einem Spaß machen. Und hier habe ich besonderes Interesse daran zu zeigen, wie ich meine Propeller mit Luft antreibe, ohne Motoren in die einzelnen Flugzeuge zu verbauen. Das ist relativ simpel, weil kein Kabel stört, kein Motoreinbau und dementsprechend werden sie von unten mit Luft angeblasen und damit drehen sie sich. Ach so, okay, interessant. Ja. Und was hat Sie dazu inspiriert? Die drehenden Propeller. Es ist immer ein Eyecatcher, auch in den Plastikmodellbau etwas Bewegung hineinzubringen. Und da wir ein relativ statisches Modellbau-Fachgebiet betreiben, bei den Autos, die kann man kaum fahrend darstellen, außer mit ein bisschen Dynamik in Staubaufwirbelungen und. Das sieht man dann aber nur an der Karosse. Hier in dem Flugzeugbau kann man zumindest drehende Propeller als Bewegung mit einbringen. Und das kommt immer bei den Besuchern sehr gut an. Wie lange brauchen Sie Zeit, gebaut eine Modelle? Das kommt auch darauf an, welche Teilevielfalt wir hier haben. Zwischen einer Woche bis 14 Tage die Zeit komprimiert. Natürlich kann es sein, dass so ein Modell mal über ein Jahr und länger liegt, weil man keine Lust mehr für dieses Teil hat oder einem die Inspiration fehlt. Und dann lässt man das einfach liegen, fängt mit einem anderen an und baut dann weiter. Okay, danke. Und darf ich fragen, zum Beispiel, wenn Sie möchten, verkaufe einige von Modellen, wie viel kostet am teuersten und wie viel kostet am billigsten? Niemals. Also Modelle, die ich baue, verkaufe ich nicht. Ach so, okay. Die kommen bei mir zu Hause in die Vitrine und werden hier auf Modellbauausstellungen ausgestellt. Wenn ich welche kaufe, die kosten zwischen 9 bis 50 Euro. In der Modellbranche, die ich hier verbaue. Andere kosten mehr, weil ja, sie höher, größer und viele mehr Teile haben. Danke. Okay, ich danke auch. Viel Spaß noch auf der Maker Faire.